diesem Video wird Ihnen gezeigt, anhand von Beispielen, wie Sie ASR verwenden, um Ihre Aussprache zu verbessern. Das Aufgabenmaterial ist in einer Hierarchie aufgebaut. An oberster Stelle stehen die Lerninhalte. Im Navigationsbaum sind diese in rote Programmpakete gefasst. Diese Programmpakete sind optional installierbar. Es folgen die Lehrbereiche mit zusätzlichen Informationen. Die Lektionen bilden die nächst tiefere Stufe. Lektionen beziehen sich auf ein Thema, zum Beispiel ein Phonempaar, und sind mit einer Übungsstunde vergleichbar. Die letzte Stufe bilden die Übungen. In einer Übung sind Aufgaben zum Thema enthalten. Es gibt verschiedene Aufgabentypen. Wortpaare sind zwei Wörter, die Ihnen helfen, die Aussprache bzw. die Unterschiede besser zu verstehen und zu sprechen. Hören Sie sich dazu das Wortpaar vom Sprecher an. Reden, retten. Sprechen Sie nun das Wortpaar nach, genauso wie es der Referenzsprecher aussprach. Drücken Sie vor Beginn der Aufzeichnung auf den Aufnahmeknopf und sprechen Sie. Reden, retten. Die Aufnahme beendet automatisch, wenn Sie nichts mehr sagen. Nun können Sie Ihre Aufnahme mit der des Referenzsprechers vergleichen. Es besteht die Möglichkeit, beide Aufnahmen sich vergleichend anzuhören. Sie sehen außerdem eine Wertung jedes Phonems. Ist das Phonem grün, wurde es gut ausgesprochen. Ein rotes Phonem dagegen wurde schlecht ausgesprochen und muss von Ihnen unbedingt geübt werden. Stehlen, stellen. Stehlen, stellen. Das Floß, floss. Das Floß, floss. Böten, beten. Böten, beten. Böten, beten. Böten, beten. Im Aufgabentyp Hören und Erkennen geht es um das Erkennen von Gemeinsamkeiten. Hören Sie sich alle Beispiele an und achten Sie auf die Lautbuchstabenzuordnung. Drücken Sie auf die Playback-Taste. Sängen, Klinke, Finger, Lenken, Ringen, Finnen, Singen, Drinnen, Begingen. Sie können sich jedes Wort auch einzeln anhören. Lenken, Finnen, der Aufgabentyp Hören und Entscheiden hilft Ihnen, etwas Gehörtes besser zu unterscheiden. Drücken Sie auf das Playback-Symbol und Ihnen wird einer der beiden Vorschläge vorgespielt. Finken. Entscheiden Sie nun, welcher Vorschlag vorgespielt wurde. Wenn Sie eine Aufgabe vom Typ Hören und Ergänzen bearbeiten, wird ein Wort vorgespielt und Sie müssen entscheiden, welches Buchstabenpaar eingesetzt werden soll. Finger. Ein weiterer Bestandteil des Übungsmaterials sind Sätze. Diese werden wie Wortpaare zuerst vorgelesen und können anschließend nachgesprochen werden.
Kommen Sie hier entlang. Kommen Sie hier entlang. Wissen Sie, ich brauche diesen Schauspieler dringend. Wissen Sie, ich brauche diesen Schauspieler dringend. Ob eine Aufgabe von Ihnen bereits gelöst wurde, sehen Sie an dem grünen Punkt oben in der Ecke. Wenn Sie zuerst alle Beispiele anhören wollen und dann erst jede Übung einzeln durcharbeiten, empfiehlt sich der Zahnradmodus. Dieser wird durch Drücken des Zahnrades aktiviert. Alle Beispiele werden zuerst abgespielt. Sie können auch eine Pause zwischen den Beispielen einrichten, indem Sie die Uhr aktivieren. Die Länge der Pause ist dann vom vorherigen Beispiel abhängig und kann durch einen Faktor von Ihnen verlängert oder verkürzt werden. Den Faktor können Sie hier durch Doppelklick verändern. Wenn Sie das Sonnenbrillensymbol anklicken, aktivieren Sie den Blindmodus. Dadurch werden alle visuellen Sprachtools und Texte deaktiviert, sodass der Hörer nicht abgelenkt wird. In Kombination mit dem Zahnradmodus ist der Blindmodus eine Möglichkeit, sich alle Texte vor Beginn einer Übung anzuhören und ein Gefühl für die Aussprache zu bekommen.